So, Freunde, wir spielen gegen Barney. So, Stylus ist eingerichtet. Alles klar, wir gehen wieder für DFB C4. Oh, schon wieder nimmt zu Indisch. Ja, komm. Durch FA, Damen Gambit. Okay. Dann gehen wir mal in die Abtauschvariante des Damen-Gambits. Das ist von der Struktur so ähnlich wie im Nimzer in, ne? Ja, dass ich hier irgendwann mit F3, E4 mal ankommen will, so grundsätzlich vom Plan her. Natürlich entwickle ich mich erst. Die Variante, warum ich diesen Springer so lange drin gelassen habe, ist eben, dass ich den nach E2 spiele. So, und jetzt wird es aber schon kritisch für ihn. Also gefühlt. Läufer G4 und gerade im Zusammenspiel mit H6 macht das wenig Sinn. Warum? Weil der Läufer sich hier nicht zurückziehen kann. Ja, weil dann hier die Schwäche entsteht. Und jetzt nach Läufer G4 ist ja immer Dame B3 eine Option. Ich drohe den. Und den vor allem. Ja. Ich kann den ja hier wegnehmen, dann hängt der D5 schon. Ich kann aber auch einfach nur F3 spielen und mich ganz normal weiterentwickeln und damit Züge machen, die ich sowieso machen will. Ja, und wenn ich jetzt hier Dame B3 spiele, Springer BD7, muss ich mich schon wieder irgendwie hier auf irgendwas einlassen, was ich nicht zwingend brauche, weil die Stellung gut genug ist. Und deswegen werde ich hier an der Stelle mit dem hier gehen. Springer E2, kurz Rochade. Ja, jetzt kann er natürlich sagen, oh, er hat F3 provoziert, aber den will ich sowieso spielen, weil ich hier den kontrolliere. Ja, spielt einfach C5, ja, nimmt diese langfristige Schwächung in Kauf, in der Hoffnung, dass kurzfristig irgendwie für Gegenspiel reicht. Könnte Läufer F2 spielen, dann wäre er nie irgendwie eine Form von Problem. Ja, so C4-Geschichten sind ja auch keine großen Probleme, schätze ich mal, weil ich dann irgendwann den Hebel E4 habe. Ja, komm, ich decke einfach und frage den Gegner, was er denn möchte. Am Ende des Tages ist der hier immer deutlich, deutlich passiver als der hier. Das alleine gewinnt die Partie noch nicht. Aber ja, in Verbindung mit dem D5, der ist wahrscheinlich schwächer als mein D4. Wir schauen mal, wir schauen mal. C1, Springer A4, Springer C5 sind so typische Ideen. Springer B4, gehe hier zurück. Kann hier vielleicht auch mal hier was aufbauen, ja? Mal gucken gehen, ob da eine Schwächung irgendwann irgendwo überbleibt.
Okay, der kann ich dann nicht hier spielen. Zurückgehen. Den und dann den drohen. G6 ist wahrscheinlich eher eine Schwäche als alles andere. Auch wenn kurzfristig mal dann der geht. Ja, aber ich muss mich jetzt auch entscheiden, ne? Ja, ich glaube, den Läufer hier hinzustellen kann nicht verkehrt sein. Und dann habe ich vielleicht auch den Plan mit dem Springer über F4 nach D3, hier nach C5 mal zu gucken oder nach E5 zu gucken. Und dem Springer im Zweifelsfall auch das Feld freizuräumen. Ja, komm, da gehen wir mit. Gerade wenn er sowas hier spielen möchte, ja, dann habe ich hier auch immer sowas. So, möchte er den tauschen? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. Aber ist doch sehr, sehr zweischneidig, oder? Kriege ich hier nicht schon Tempo auf den hier? Läufer D8 geht nicht, damit C7 geht dann der nicht mehr. Boah, Springer A4 sieht schon gut aus. Er hat hier auch keinen Abzug. Der ist gedeckt, der ist gedeckt. Hier ist alles gedeckt. Boah, Springer A4 sieht aber schon mächtig gewaltig aus. Wenn er die Dame wegzieht, boah, kommt der Springer ja erst recht dahin, ne? Wenn ich den schwarzfälligen Läufer gewinne für nichts, ist natürlich eine super Sache. A4, Springer B4. Springer dahin, tauscht er. Tausche ich zurück. Damit C7. Ah, der ist gedeckt, ne? Aber auf den spiele ich einfach Springer C5. Das sieht viel einfacher aus, weil wenn er nimmt, nehme ich natürlich mit dem Bauern. Dann habe das Feld D4 für meine Figuren. Springer, Läufer, irgendwas. Und dann A3, B4. Er kriegt D4 nicht durch. Ja, der sieht einfach gut aus. Komm, damit gehen wir. Was kostet die Welt, ne? Er kann natürlich den tauschen, okay, kann man nichts machen, aber dann kommt der. Deswegen geht der Tausch eben nicht. Und wenn er den schwarzen Läufer hier irgendwann abgibt, ja, das wäre schon ein echtes Zugeständnis. Ah.
Ah, er geht zurück, okay. Jetzt kann ich hier reingehen. Und wenn er tauscht, nehme ich wieder mit dem Bauern. Dann habe ich nochmal Kontrolle hier drüber. Dann kann er Läufer F5 spielen. Ja. Dann tausche ich einmal, spiele Springer D4 mit Tempo und dann B4. Dann habe ich eine 3 zu 2 Mehrheit am Damenflügel plus dem blockierten Isolani. Das kann nicht so schlecht sein bei einem schwarzfälligen Läufer. Das kann nicht so schlecht sein. Machen wir. Springer D4, Springer D4, Läufer D4. Mein Läufer ist super aktiv. Ja. Sein Springer hier kommt nicht ins Zentrum. Und dann renne ich hier los. Ups. Also ich glaube, den Läufer abgeben ist nicht gut. Aber was sonst tun, ja? Ah, er gibt den ab. Okay, na ja, gut, dann gehen wir damit und probieren unser Glück. Okay, er spielt den. Das Tempo nehmen wir uns, damit der mit Tempo ist. Und den kriegen wir mit Läufer dahin. Ja, welche Möglichkeiten hat er denn jetzt hier? Großartig. Kann ja hier keinen Angriff aufbauen, gar nichts, ne? Ja, Quatsch. Darmtausch dürfte auch mir entgegenkommen. Ja, ich glaube, mein Läufer ist deutlich mobiler als sein Springer. Wir haben Bauern auf beiden Flügeln, dann ist der Läufer in so einer offenen Stellung nominell wahrscheinlich eher besser. Also, den decken wir. Jetzt droht vielleicht wirklich mal den zu schlagen und D5 zu schlagen, weil der B2 nicht mehr hängt. Deckt er den? Na gut, dann nehmen wir die nächste offene Linie. Vielleicht auch mal hier gucken gehen. Hier gucken gehen. Ja, das sind so Züge, die kann man erstmal machen, ne? Ohne jetzt grob und großen grundlegenden Plan mit Variantenberechnung füttern zu müssen. Das sieht nach sehr natürlichen Zügen aus. Ja, dieser F3, ne, ist schon unangenehm, dass der Springer da nicht hin kann. Oder hier irgendwie rumfummeln kann.
Ja, ist eine leichte Schwächung meines Königsflügels, keine Frage. So, jetzt würde ich sagen. Tauschen wir jetzt die Dame, um jegliches Gegenspiel zu verhindern und den zu drohen. Könnte eine Idee wert sein, ja? Und damit C3. Dann habe ich natürlich noch mehr Druck hier drauf. Eieieiei. Aber das können die auch ohne Damen, ne? Hierüber machen. Oder hierüber. Ich warte nur ganz kurz mit A4, damit nicht irgendwann durch A5 dieser C5 hier geschwächt wird, ja? Dass durch dieses B5 oder was auch immer dann das C6 vielleicht angreifbar ist. Ja, vielleicht ist das hier jetzt auch noch einfach nur mal erstmal ein Plan. Der sieht nicht falsch aus. Also irgendwann, vielleicht gebe ich den irgendwann mal ab. Aber bevor ich das mache, muss ich irgendwie erst das Feld D4 nochmal kontrollieren, damit er den nicht in irgendeiner Form unterstützt, hier irgendwie durchdrücken kann. Ne? Klar. Boah, das sieht. Okay, wieder den spielen und den decken. Ja, okay. Ja, komm, dann spielen wir erstmal den. Dann verdoppeln wir erstmal hier. Komm. Damit er nicht irgendwie mit Tauschen sich entlasten kann. Ja, Trockenhals. Ja, mit der Dame auch keine Einbruchsfelder. Ja, ist bestimmt nicht so angenehm für ihn zu spielen, ne? Selbst so ein Hebel wie B6, weil hier Turm C2 Geschichten mal drohen könnten, vielleicht mal irgendwann. Aha. So, was ist denn jetzt mit dem hier? Dann drohe ich schon matt. Man muss auch mal ganz schnell zurück. Dann habe ich hier noch weitere weiße Felder unter Kontrolle. Turm E6, Turm E7 geht nicht. Nehmen wir den. Auf ein schwarzes Feld ist natürlich auch hart, ne? Dass das hier mal irgendwie. Aber das sind so Stellungen, ne? Man kann mit Schwarz nicht viel machen und das bietet immer viele Möglichkeiten. Er muss auch nicht auf konkrete Drohungen reagieren. Und das bedeutet, ja, oftmals die Chance für Fehler.
Turm E7. Einen Turm tauschen. Nicht zwingend nötig, oder? Ich könnte hier G4 spielen, um irgendeine Scheinaktivität zu. Aber meinen eigenen König öffnen, das will ich ja jetzt auch nicht. Ne? Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen für A4. Dass ich jetzt B5 drohe, tausch, tausch und dann C6 tausch, tausch. Dann habe ich hier einen Freibauern, den er nicht nehmen kann wegen dem Matt. Und es droht dann auch Läufer C5 Geschichten vielleicht. Ja, ist vielleicht schon eine Option. Mir schwebt hier auch noch irgendwie sowas vor. Ah, muss man sich wieder entscheiden, ne? Nicht gut. Aber ich glaube, er kann nicht viel machen. Ich glaube, ich spiele tatsächlich den hier mit der Idee so und H5. Und wenn er den spielt, spiele ich halt G5. Dann muss der Springer noch mehr weg am Rand. Dann ist hier auch wieder matt gefahren. Er hat hier das Opfer nicht, weil die Dame den deckt. Ja, ein bisschen zweischneidig ist es schon. Vielleicht kann er hier versuchen, irgendwie einen zu tauschen, also ich weiß es nicht. Vor allem H4, H5 hat natürlich auch die langfristigen Hintergedanken, diese Bauern hier auf Schwarz festzunageln, falls der Läufer mal aktiv wird und so im Endspiel, ne? Ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Und nachdem müsste die Dame erstmal hier richtig, richtig passiv zurück. Was den F6 auch ein bisschen unbewacht lässt, ja, dass hier mal vielleicht was geht, man weiß es nicht. Ich sehe jetzt schon kommen. Ja, irgendwann kommt die Dame hier rein, weil ich einmal nicht aufpasse. Ja, vielleicht wäre ein Damentausch doch irgendwie sinnvoll, ja, um theoretisch potenzielles Gegenspiel zu vermeiden. So, dann kommt er hier rein. Ne? Dann habe ich einen Schach. König geht weg. Ich schlage hier.
Gewinne ich einen Bauern, aber dann ist natürlich alles offen, ne? Ist natürlich, ich halt erstmal den. So. Muss die Dame zurück. Ach, Idiot. Ich bin ein Blödmanns Gehilfe. Jetzt habe ich doch den Bauern eingestellt, ey. Ach, Kinder, ich. Boah, wer hat sich denn dieses blöde Spiel ausgedacht? Ja, hat er Gott sei Dank nicht gesehen. Ich muss mal die Damen tauschen. Mein König ist mir zu offen. Das hilft alles nichts. Ist ja furchtbar hier. Gott, spiele ich schlecht. Ah, ja, Technik, die begeistert, ne? So, vielleicht droht jetzt auch mal der. Okay, er tauscht. Turm decken. So, und ich dachte mir, dieses Endspiel muss gut sein für mich, weil ich mit dem König super schnell bis D4 komme. Ja, und dann ist der D5 doch hier gleich mehr oder weniger weg. Weil Springer D7 Geschichten gehen wegen Läufer D6 nicht. Und wenn der König wieder weg muss, ja, dann tausche ich natürlich erst recht auf den. Ah, den hat er noch. Verdammt. Aber. Jetzt könnte sich hier diese Festnagelung dieser Bauern hier auf den schwarzen Feldern gleich irgendwann mal positiv für mich bemerkbar machen. So. Läufer F6, Turm F6, Turm E5, Turm F4, A3, A5. Ne, Gegenspiel. Wollen wir nicht. Wir könnten also jetzt erstmal den Bauern decken, um jedwedes Gegenspiel theoretisch im Keim zu ersticken. Aber vielleicht wäre A4 auch nicht schlecht gewesen. Mal was Dynamisches machen, ne? Mal die Mehrheit in Wallung bringen. Gott, ja, natürlich. Wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Kann sich jetzt hier überraschenderweise. Oh, das ist aber nicht nett von ihm. Ja, da haben wir nämlich schon. Dann hier ein Schach geben, mich zurückdrängeln und so. Ah. Wieder alles nicht nötig gewesen hier. Scheiß Technik, ey. Ja, ich muss sowieso zurück. Hilft nichts. Boah, ist ja ätzend, ey. Gott, ist halt schlecht.
Oh, was spiele ich hier nur? Also ich hoffe immer noch, dass mein Läufer ganz gut ist, weil die Bauern hier auf Schwarz sind, ne? Und dieser Übergang ins Bauernendspiel scheint mir gut zu sein für mich, weil ich ihn austempieren kann. Das ist mein Plan. Sofern man hier von Plan sprechen kann. A4 kommt D4, ne? Ich tausche dann schlägt er hier. Ist meine. Oh Gott. Ich muss also erst noch das Tempo abgeben. Na, ich bin mir ziemlich sicher, das hätte ich mir einfacher machen können. Gott, oh Gott, oh Gott. Das versucht er ihn aufzulösen. Das macht schon Sinn. Aber er bleibt auf dem trotzdem noch auf einem hängen. So, mein Plan ist B5, AB, AB, Springer A7, dann C6. B schlägt C, B6. Und ich glaube, der Bauer ist durch. Wenn das denn so richtig ist, dann möge es so sein. Der Springer nur wegzieht, gehe ich hier hin, ne? Aber selbst jetzt ist ja C6 schon durch, ne? BC, B6. C5, B7, ah, Springer C6 hat er noch, okay. Muss natürlich trotzdem den König ranbringen. Und jetzt ist der hier mein Plan. Ja, dann müssen wir damit gehen. Mal gucken, ob ich es auch vergeige. Ja, den nehmen wir. König E6 war natürlich erzwungen, D7. Jetzt ist der Bauer durch. Eieiei, das war, glaube ich, alles nicht erzwungen. Aber wir gucken mal. Erstmal die Szene. Analysebrett. Zack. So. Stimmt. Ja, wollen wir erstmal gucken. Erstmal so grundsätzlich bin hochzufrieden mit der Eröffnung, die C5 ist. Kommt so häufig vor und man versucht eine
Aktivität zu entfalten, aber ich bin mal gespannt, ob der Computer nicht sagt, dass das irgendwie richtig schlecht ist. Aber man weiß es natürlich nicht. Den sah alles normal aus mit dem Bauern schlagen. Alles normal. Ja, jetzt geht's schon los. Sein Plan ist, diesen Läufer loszuwerden, aber ich glaube, das ging nicht wegen dem. Und er landet in einer schlechten Stellung. Mit diesem 3 zu 2. Okay, hätte ich vielleicht besser technisch, aber ich stehe doch super. B4 deckt den Türm in die Mitte. Und Schwarz kann nichts machen. Fantastisch. Vielleicht Dame E2. Vielleicht ist Dame E2 ungenau. Aber gut, wird nicht der entscheidende Unterschied sein. Genau, hier G4 weit. Wenn ich jetzt hier mit dem komme, er wird wahrscheinlich auch den spielen, ne? Und dann vielleicht den. Und dann hat er vielleicht immer mal A5, dass der hier schwach wird. Deswegen wollte ich das nicht. Deswegen wollte ich hier mit meinen Bauern hier flexibel bleiben. Aber ob das so sinnvoll ist? Ja. Ich habe ja hier gleich meinen Bauern eingestellt. Das war natürlich völlig sinnfrei. So. Und jetzt habe ich mit dem Läufer geschlagen. Genau, jetzt geht auch der hier, ne? Gott, oh Gott, das war wieder sinnlos at its best. Ja, selbst die Stellung muss jetzt noch in keinster Weise verloren sein, aber natürlich auch unnötig, den Bauern abzugeben, ne? So, Tausch. Ja, ich glaube, das ist besser für mich, aber ist nicht so ganz. Turm mit 6 war ein guter Zug. Den hatte ich nicht gesehen. Weil wenn ich jetzt hier tauschen würde. Ja, jetzt kommt er da nicht hinter. Aber er hat hier das Gegenspiel. Auf den hier. Und auf den. Aber jetzt bei genauer Betrachtung und mit Tageslicht könnte man ja den spielen. Und dann bin ich doch schon wieder vorne mit dabei, oder? Der geht schon nicht mehr wegen dem. Droht der. Kann nicht verhindern. Ja, oh, das wäre schon mal, oh, das wäre schon mal eine Abwicklung gewesen, die gut scheint. Also muss er vielleicht mit dem nehmen. Dann tausche ich den Turm nicht, hole mit dem Bauern ab. Bietet auch sehr, sehr gute Chancen, glaube ich. Okay, A3 war ein Quatsch. Ja, und jetzt habe ich da tatsächlich, dass er den Springer jetzt hier doch noch mal aktivieren kann. Das war natürlich sinnlos. Ne? Hier habe ich schon ein bisschen Zeit verloren. Vielleicht muss ich hier jetzt wirklich mal direkt irgendwas Sinnvolles machen. Aber er kann ja auch hier hinkommen. Und jetzt wird es unklar. Jetzt wird das einfach unklar. Vielleicht jetzt schon einfach, um den hier zu spielen. Ja, wenn ich jetzt zu dem komme und mit dem König hier hinrennen kann. Ja, ich glaube, das ist immer noch besser für mich, aber bei meiner Technik nicht mehr so einfach. Okay, und am Ende, ja, glaube ich, war es zwischendurch nicht mal mehr so richtig klar. Hier habe ich gedacht, dass der geht. Nicht geht wegen dem. Und ich drohe den. Und der hier ist jetzt ohne Schach, spiele ich den. Genau. Okay, Springer E7.
Ja, jetzt ging der hier nicht. Weil er sich das Feld für den Springer freikämpfen kann. Ich meine, vielleicht. Vielleicht geht noch was, aber ich habe natürlich tatsächlich sehr, 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 sehr wenige Bauern über. Ja? Selbst wenn ich den durchbrächte, dann fällt hier alles weg. Und der fällt wahrscheinlich auch weg. Das kann ich, wenn ich Glück habe, Remis halten. Ja, nee, das geht gar nicht. Das ist wahrscheinlich schlecht für mich. So. Den. Ja, der ist natürlich der Fehler, klar. Der hier. So, jetzt wird spannend. Jetzt muss ich auch den. Auf den habe ich immer den mit Doppelangriff, hier auf B8 und C8. Und hier ein Schach. Und hier. Jetzt. Aber ist dünn, ne? Ist dünn. Ist dünnes Eis. Er geht einfach vorwärts. Lenkt mich auch ein bisschen ab. Dünnes, dünnes Eis, wenn überhaupt. Nee, da habe ich nicht gut gespielt. Hier hinten raus habe ich natürlich Glück gehabt. Oh, Freunde, da bin ich mal gespannt, was der Computer sagt. Gefühlt gut, aber meine Technik war einfach nicht ausreichend. So, hier erstmal die Öffnung. Alles gut. Läufer G4. Ja, kommt natürlich in der Meisterdatenbank nicht vor. So, taktisch gesehen ist der hier tatsächlich jetzt gar nicht mal so viel besser, weil ich gar nicht so richtig auf B7 nehmen kann. Das hatte ich mir schon gedacht. Ist schon besser für Schwarz. Ja. Deswegen F3 will ich ja sowieso spielen. So. Auf F2 ist guter Zug. E mal D ist guter Zug. Punkt C1 ist okay. Hier kann ich den spielen. Will er sich das Läuferpaar holen? Na, glaub nicht. Läufer B1, okay. Damit ihr sehen. So, Springer A4, starker Zug. Turm B8. Jetzt hätte ich natürlich den. Dann kommt. Ups. Dachte ich, wäre Läufer D6 gekommen. Aber das ist wahrscheinlich dann überhaupt gar nicht mehr gut, ja? Jetzt. Gut, Läufer H4 habe ich nicht gesehen. Springer E6 hätte ich nicht gespielt. Ja, und dann ist das gar nicht so klar. Den. Juhu, Computer nimmt auch mit dem Bauern. Das ist ein gutes Zeichen. Schlecht, schlecht, schlecht. So, wir haben einen leichten Vorteil. Nichts Überragendes, aber einen leichten Vorteil. Den. B4. Ah, der Computer wollte auch zwischendurch, ihr habt doch mal gesehen, immer mal wieder die Dame tauschen, ja? Um Gegenspiel potenziell zu verhindern und den Verteidiger von F6 zu tauschen. Ja, macht schon Sinn. Turm E5 ist hier auch gut. Ja, ich stehe hier besser, aber. So. Der, ja. Boah, Computer spielt auch hier mit diesem, aber ohne G-Bauern, nur mit dem Randbauern. Mal gucken, was ist denn hier jetzt hier die Idee? Wenn sowas kommt. Jetzt spielt er auch G4. Aber dann hätte ich den ja noch. Nee, da ist meiner. So, ist auch gut. Den. Turm E7. Okay, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Wenn geschlagen wird, Schach. Tempo. Und jetzt habe ich halt immer Angst gehabt, wenn mein Turm getauscht ist, dass die Dame hier irgendwie mit Schachs und 1000 Schachs und Dauerschach und so ankommt.
Das kann ich als Mensch doch in der Partie auch nicht berechnen, oder? Damit D3 vielleicht sogar. Ja, das kann ich nicht berechnen. Ist für den Computer einfach, aber für mich als Mensch hier an der Stelle nicht voraussehbar. Okay. G4, nicht der beste. A4 ist aber ein guter Zug. A5, guter Zug. Ja, und Läufer E5 stellt tatsächlich den Bauern ein. Oh Gott, Gott. Und jetzt will der Computer hier schon rumzockeln und so. Eieiei. Okay, das war unnötig. Warte. Und den. Tausch. Den. Hätte ich jetzt das Endspiel spielen sollen? Der König ist weiter weg. Okay, er kann den nicht schlagen. Und ich bin hier super schnell dran, ne? Eieieiei. Was ist denn hier los? Wieso habe ich das denn jetzt wieder nicht gesehen? Ist jetzt nicht so schwer zu berechnen. Kinder. Ja, der Übergang ist mir ja mal überhaupt gar nicht gelungen, ne? Von plus 4 auf 0. Super, Ingo. Auch Springer E4 wäre sogar taktisch eine Idee gewesen. Okay. Turm E6 fand ich gut und ja, prompt ist der natürlich wieder nicht gut. Tolle Sache. Ich wollte nicht auf E6 nehmen, weil ich mir dachte, er kriegt vielleicht mit Springer D7 und E5. Dann hat er hier diese beiden Bauern stehen und ich kriege meinen König hier nicht hin. Das war meine Hauptsorge. Aber wahrscheinlich, wenn man mal von diesen positionellen Dingen absieht, bin ich einfach. Bin ich einfach mit den Bauern hier super schnell, ne? So, wenn er da hingeht, gewinne ich. Dann habe ich den dominiert. Dann gehe ich hier rein. Das müsste irgendwie gehen. Also wird er wohl da hingehen. Ja, boah, gar nicht so schwer, ne? Hätte man mal theoretisch sehen können, den Plan. Aber ich habe einfach nur abgebrochen bei F mal E, weil ich dachte, er kriegt E5 durch. Und dann, ne, kommt der König hier schnell ran irgendwie. Ja, völlige Fehleinschätzung. Und also gar nicht gerechnet, ja? Fehleinschätzung. Und A3 ist dann natürlich auch nicht gut. Oh, das Endspiel ist total gewonnen. Ja, ist besser, habe ich mir schon gedacht. Aber einfach gewonnen. Ah, das ist tatsächlich der falsche Plan, ja. Muss ich hier direkt mit den Bauern loslegen? Muss ich hier mit den Bauern loslegen? Ja, tatsächlich. Wow. Nach König F4. Ja. Den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Und jetzt stehe ich wahrscheinlich schon gar nicht gut. Wenn ich jetzt hier so spiele, dachte ich, kriege ich da hier ein Tempo und hier ein Tempo. Und dann wuselt der Springer rum, ja? Und dann fangen wir an, den einzufangen. Das finde ich nicht einfach. Für den Computer schon, für mich nicht. Und nachdem. Deswegen bin ich zurückgegangen, habe das Feld kontrolliert, den kontrolliert. F5 ist so viel besser. Warum ist F5 besser?
Achso, weil dieses Endspiel gewonnen ist, ne? Ja, natürlich. Oh Gott. G5, F6, dann ist der Bauer und ich kriege hier einen Bauern. Also ich hätte. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Okay. Und den. Jetzt B5. Ich muss hier tatsächlich schlagen. Ich dachte, ich halte den Bauern auf H6 fixiert, aber so ist wahrscheinlich besser. Die beiden Bauern hier noch nebeneinander stehen. Und hier ist der hier wahrscheinlich wieder gewonnen, ne? Ja, Quadrat, kann man sehen. Ja, keine Meisterleistung von mir, muss ich sagen, ne? Und dann, es ist besser, aber das erfordert so viel Technik, die habe ich einfach nicht. Und ich mache immer wieder ungenaue und schlechte Züge. Ja, bis es dann hier zum Abtausch kam, wo sogar ich noch keine Schwierigkeiten mehr habe zu gewinnen. Eieieiei, Freunde, Technik, die begeistert, ne? Da muss ich mich erstmal bei Audi bewerben, glaube ich. Junge, Junge, war das schlecht, ey. Naja, bis zum nächsten Mal.